Es soll ja Leute geben, die behaupten, es gibt nichts, was in Factorio nicht dargestellt werden bzw. nachgebaut werden kann. Seht ihr das auch so oder seht ihr da Grenzen? Wir hatten das Ganze so ein bisschen aufgegliedert. Ich hatte mich eben auf den Zugverkehr beschränkt. In unserer ersten Lösung, die Frau Reimers hat sich eben so ein bisschen um das Logistiknetzwerk gekümmert mit den Robotern und der Herr Henkel hatte die Sushi-Belt-Lösung angestrebt. Und wir haben dann einfach mal geguckt, was so möglich ist. Es sind doch die ein oder anderen Restriktionen aufgefallen. Jetzt beispielsweise bei dem Zugverkehr habe ich gemerkt, dass einfach das Signalsystem bei weitem nicht so ausgereift ist, genau wie es sein sollte, um eben ein zuverlässiges System darzustellen. Wir hatten oft das Problem, dass sich eben die Züge ineinander verhakt haben, trotz eigentlich visuell dargestelltem richtigen System. Manchmal war einfach ohne erklärlichen Grund irgendwelche Fehlermeldungen oder irgendwelche Deadlocks, die sich ergeben haben, die eigentlich nicht hätten sein dürfen. Das System zum Beispiel lässt sich komplett steuern. Also vollkommen freie Adressenbeziehungen, Züge fahren irgendwo hin, beladen sie mit irgendwelchem Zeug. Alles machbar. Das machen wir ja auch, aber das Problem ist, dass die Signale bei uns nicht richtig schalten. Und dann kann natürlich sein, dass man die Signale mit ganz vielen Kombinatoren zusammenbauen kann. Und ich gebe zu, das wird teilweise ein Platzproblem. Aber ein Platzproblem ist aber genau, weil ich erstmal kein technisches Problem, das ist nur organisatorisch scheiße, weil sie natürlich irre viele Kabel ziehen. Kann man umgehen, es gibt zum Beispiel Mods, die Kombinatoren einfach auf ein Viertel zusammendrücken, dann sind die kleiner. Ich gebe zu, es ist manchmal nicht sehr bequem, aber machbar ist grundsätzlich alles. Was war noch für ein Problem? Mit dem Splitter das. Ja, also gerade, wenn man es jetzt auf reelle Förderbandsysteme, also sehr moderne bezieht. Die Splitter im Spiel, das sind Bausteine, die ein Fließband teilen können, also ein Fließband in zwei oder zwei in eins, lassen sich auch nicht programmieren. Also es lässt sich zwar eine Filterfunktion zuweisen, aber man kann zum Beispiel jetzt nicht über eine Schaltung bestimmen, dass nur noch das rechte Fließband angesteuert werden soll oder das linke Fließband angesteuert werden soll. Aus meiner beruflichen Erfahrung ist das möglich, dass es Systeme gibt, die über Barcodes arbeiten und eine Umleitung aktivieren, je nach Barcode, der erzielt wird. Also dementsprechend das System triggert die Flussrichtung der Materialien. Ich glaube, was hier ein großer Aspekt ist, ist mit der Umsetzung, ob es real umsetzbar ist. Also man hat die Basisprogrammierbausteine, also man hat die Basis jeder Programmierung und dementsprechend könnte man theoretisch alles programmieren, aber nicht in einem realen Maße, weil es noch etwas an Komplexitätsmöglichkeiten fehlt, die in der realen Welt gegeben sind. Und der größte Faktor ist einfach Platz. In der realen Welt schreibt man ein Programm, das ist digital zur Verfügung, das nimmt keinen Platz ein. Würde ich hier etwas in Programmgröße darstellen wollen, würde das den Rahmen der Map sprengen. Mit den Splittern ist gar kein Problem. Ich habe ein Hochgeschwindigkeitslagersystem gebaut, was genau das kann. Das muss man in der Kombination mit entsprechenden Förderbändern machen, geht da ganz, ganz stressfrei. Natürlich geht das in Factorio alles. Es gibt jetzt schon theoretisch Beweise, dass Factorio ein vollständiger Automat ist, mit dem man alles bauen kann. Ne, Herr Henkel hat ja ein bisschen Informatik studiert. Ne, und wenn ich eine Turing-Maschine bauen kann mit einem bestimmten Automaten, kann ich mit diesem Automaten wirklich alles bauen. Das kann ich nicht verneinen. Und das ist wie in Factorio längst schon von theoretischen Informatikern gemacht worden. Es ist natürlich pragmatisch teilweise ein bisschen schwierig, das gebe ich zu, aber machbar ist alles. Es kann sein, das wird eine reine Frage der Zeit sein, dass ich irgendwann mal Mods zulasse, die eine Programmierung zulassen. Weil, wenn wir jetzt ein Programm machen, das haben Sie ja gesehen, das sind ganz viele Kombinatoren, größer, kleiner und irgendwelche Rechnereien. Das wird nervig irgendwann. Es gibt Mods, die in so einen Baustein einen kompletten Mikrocontroller einbauen. Mir ist erstmal wichtig, das wäre meine Frage, ich will jetzt ja Frau Reisenschein nicht ins Handwerk pushen, aber so die grundlegenden Sachen, die sie in der Automatisierungstechnik gelernt haben und oder und Lichtschranken und an und aus und wir machen dann dies und wir haben Timer-Bausteine und dann drehen wir das und dann macht dann diese, solche Dinge, passen die oder passen die nicht? Warum sollten die nicht passen? Das ist eine Gegenfrage, das ist gemein. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen.